Einen schönen guten Morgen. 6.6.2019. Heute, hier jetzt, startet meine Radtour von Main zu Rhön. Ja, ich fahre jetzt Richtung Bamberg als erstes, ja, aber ich versuche, meinen Donaukanal zu vermeiden. Aber glaube ich, irgendwann kurz vor Vorheim, da muss ich die Stickle Kanal entlang fahren. Ja, und dann von Bamberg Richtung Bad Königshofen, also zuerst Seslach, da ist mein heutiges Ziel. Und ja, und dann morgen von Seslach Richtung Bad Königshofen. Ja, und da beginnt die Tour von Main zu Rhön, also das ist eine Rundtour von ca. 270 Kilometer. Ja, also werde ich mal sagen, packen wir's. Ich befinde mich jetzt in Erlangen, ja, fahre ich Richtung Vorheim. Also ich fahre jetzt entlang der A370. Großer Stückle. Ja, ja, es geht. Also hier nach Beiersdorf habe ich jetzt ein Badestrand entdeckt mit der Bank ganz nah am Wasser. Also eine kleine Kabine auch, also brauche ich heute nicht. Ja, und hier mache ich jetzt, esse ich mal was. Ja, weil ich habe jetzt, Moment, stopp. So. Ja, 29, noch was, fast 30 Kilometer hinter mir. Und jetzt muss ich was essen. Ach so, da badet jemanden. Oh ja. So, weiter geht's. Ja, zum Glück habe ich Rückenwind. Es ist ordentlich windig. Ja, ich fahre so Richtung Norden, ja, und habe Westwind. Das ist gut, besser als Gegenwind. So, kurz vor Hausen und ich fahre jetzt parallel zu meinem Donaukanal und nach ca. 400 Meter werde ich da am Kanal entlang fahren Richtung Bamberg. Ja, mal sehen, ob es auch oben auch so windig ist. Da unten geht's, weil ich Rückenwind habe. Mal sehen, wie es oben. Ich hoffe es. Rückenwind. So, hier jetzt ab Hausen bis nach Bamberg fahre ich mein Donaukanal entlang. Und an der Bamberg, glaube ich, ob ich schon gesagt habe, weiß ich nicht, Stückle mein Radweg und dann Itgrund oder Itztal.
Radweg. So ähnlich. Mal sehen. So, Forchheim ist erreicht und ich befinde mich jetzt an der Regnitzbrücke. Also hier bei Neusses wechsle ich jetzt Kanalseite. Hallo. Ja, der Brückenwind. So, ich befinde mich jetzt im Hirscheid. 10 vor 11, 50 Kilometer. Habe ich hinter mir und Bamberg darf auch nicht weit sein, also was sind jetzt 10, 15, 20 vielleicht, keine Ahnung, ja. Und habe ich genau auf der Strecke, habe ich Edeka entdeckt, mit einer Bäckerei und ich gönne mir jetzt Kaffee und einen Cone. Also 10 Kilometer noch nach Bamberg. Ja, dann schauen wir mal weiter. Weiter in die Richtung. Nicht mehr weit nach Bamberg. Aber jetzt habe ich Gegenwind. Ich glaube, der Wind hat ja Richtung gewechselt. Ja, und die Sonne ist rausgekommen. Also ich glaube es einfach nicht. Weil laut Wetterbericht soll der ganze Tag bewölkt sein. Jacke an, Jacke aus, Brille an, Brille aus. Ja, naja, schauen wir mal. Okay. Bamberg ist erreicht. 11.47 Uhr. Nach 61, fast 62 Kilometer. Radweg flussaufwärts, bloß ein paar Kilometer. Und dann werde ich auf einen Itztal- oder Itzgrundradweg wechseln. Weiß ich jetzt nicht genau, muss ich mal in der Karte gucken. Also, kleiner Nachtrag: Jetzt habe ich nachgeschaut auf die Karte und im Rattelsdorf verlasse ich den Mainradweg. Ja, auf Itzgrund fahre ich dann weiter Richtung ja, Seslach. Das ist mein. Heutiger mein Tagesziel. Rattelsdorf. Hier rechts geht es weiter, den Mainradweg. Also hier verläuft ja weiter der Mainradweg. Und ich fahre jetzt weiter Richtung Seslach, also da lang in die Richtung. Ich denke mal, dass ich hier jetzt den Mainradweg verlasse. Mal sehen. Vielleicht führt mich mein GPS wegen. Außenrum, keine Ahnung, mal sehen.
Ja, ich fahre jetzt Richtung Coburg und irgendwann kommt Abzweigung nach Seslach, also jetzt grob nur Richtung Coburg. Ja, und hier verlasse ich den Mainradweg und glaube, ich bin jetzt auf dieser Itztal- oder Itzgrundradweg. Das ist jetzt für mich auch neu. Also hier bin ich jetzt auf die Itz, Itz gestoßen. Aber der Radweg an sich, also ich glaube, das ist ehemalige Bahnstrecke und läuft einwandfrei. Geteert, super. Speiersberg, so heißt die Ortschaft. Hallo. Falls jemand da hin will, ne? Also den Itzgrund bis, keine Ahnung, ist einfach ausgeschildert. Vielleicht kann man was anfassen. Ja, ich fahre weiter hier den Itzgrund. Und irgendwann, ja, fahre ich dann links Richtung Seslach. Okay. Aber sehr schön. Also hier bin ich auch jetzt zum ersten Mal. Aber das Einzige, was mich zu schaffen macht, das ist der Wind. Weil einmal kommt er von vorne, einmal seitlich, einmal von rechts, einmal von links. Und dann irgendwie habe ich das Gefühl, dass er irgendwie so im Kreis weht. Keine Ahnung, also ganz komisch. Kaltenbrunn, Kreis Coburg. Ach so, Werra, Obermainradweg. Ja, Seslach noch 9,6 und das ist mein heutiges Ziel. Also hier bequere ich die Itz und die Itz ist rechter Nebenfluss des Mainz. Jetzt bin ich im Landkreis Coburg. Meine erste Steigung heute. Wow. Weil ich bin durch Tal, Fluss oder Kanalwege gefahren.
Ja, es war richtig gemütlich. Und jetzt die erste Steigung, aber da ging es, war nicht so schlimm. Ich habe viel Schlimmeres hinter mir. Okay, bis Seslach noch 2-3 Kilometer und nach Seslach kommt der Camping. Okay, machen wir noch die paar Kilometer. Seslach! So, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Camping! Also hier werde ich mich jetzt breit machen. Was ein Nachteil. Da unten ist die Straße. Mein Zuhause ist aufgebaut, ja, und ich werde jetzt dann duschen, nur was zum Essen machen und schön ausruhen, mich für morgen, für die Berge vorbereiten, psychisch. Okay, bis später. Totschweig Gold. Prost. Ja, für heute Abend habe ich es mir überlegt. Nudel, Thunfisch. Ja, ich habe hier ein bisschen noch so kleine Tetrapack Tomatensauce. Zwiebel und Knoblauch und getrocknete Chili. Mal sehen, was draus wird. So, 21 Uhr, na, 20.50 Uhr, sorry, und ich mache Schluss für heute Abend. 108 Kilometer, Höhenmeter nicht so viel, weil, weiß ich nicht, ob ich schon erwähnt habe, Talroute, Kanalroute, Flussradweg, zum Schluss zwei Steigungen, das war's, ja. Es war schön, ein bisschen Gegenwind, ein bisschen frisch, dann mal wieder Sonne, ja. Aber im Ganzen war alles in Ordnung, also alles gut, hat mir sehr gut gefallen. Okay, bis morgen. Ade.